So, unser nächstes Beispiel ist 6 mal 37. Können wir auch direkt eigentlich schon so loslegen. Wir können es auch umschreiben, einfach die Reihenfolge vertauschen. 37 mal 6, vielleicht fällt es einfacher. Was ist denn 37 mal 6? Ich schreibe es hier nochmal hin. 37 mal 6. So. Also, dann nehmen wir wieder unsere schriftliche Multiplikation oder schriftliches Malnehmen zur Hand und fangen einfach ganz einfach von rechts nach links an. Und zuerst rechnen wir 6 mal 7. Ja, und 6 mal 7, bist du aus dem 1 mal 1, ist 42. So, und das kann ich jetzt hier unten hinschreiben, aber es ist eine zweistellige Zahl. Also, ich muss immer hier rechts anfangen, damit es schön unter der 6, unter der ersten Stelle anfängt. Und die 4 muss ich mir merken. So. Und dann rechne ich noch 6 mal 3. 6 mal 3. Das könnt ihr natürlich auch gerne im Kopf machen. Das muss man nicht immer hinschreiben. Ich mache es nur der Ausführlichkeit halber. 6 mal 3 ist 18. So, und jetzt bin ich um eine Stelle weiter nach links gerutscht. Jetzt werde ich auch das Ergebnis hier eins weiter links hinschreiben und würde da jetzt 18 hinschreiben. Da steht aber noch eine 4. Das heißt, die 4 muss ich jetzt hinzuzählen. 8 plus 4 ist 2 und ist 12 und dann steht da noch eine 1. Das heißt, 18 plus 4 ist 22 und das ist dann unser Ergebnis. 222. Wenn euch das verwirrt und wenn ihr jetzt etwas ausführlicher schreiben wollt, ihr könnt die Sachen, die ganzen Zahlen auch alle komplett ohne dieses Merken einfach hinschreiben. Dann wird nur eure Addition später nach unten hin etwas länger. Also ihr könnt rechnen 6 mal 7. 6 mal 7 ist 42. Immer schön von der rechten Stelle hier, von hier anfangen. In der einer Stelle. So, das ist die eine Stelle. So, und dann rechnet ihr 6 mal 3. Und da die 3 in der Zweierstelle ist, müsste das Ergebnis jetzt einfach in der, Entschuldigung, die 3 steht in der Zehnerstelle, also in der zweiten Spalte hier, in der Zehnerstelle. Und deshalb müsst ihr jetzt auch in der Zehnerspalte euer Ergebnis hinschreiben. Und 6 mal 3 ist 18, das heißt, 18 würdet ihr hier hinschreiben. So, und anstatt jetzt wie oben gleich das Ergebnis zu haben, habt ihr jetzt einfach noch einen Schritt mehr. Und der ist einfach alles, was jetzt hier unten steht, zusammenzählen. Und da benutzt ihr eure schriftliche Addition. Also 2 plus 0 ist 2, 4 plus 8 ist 12, also hier 1 gemerkt. Und 1 plus 1 ist 2. Seht also das gleiche Ergebnis.